Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Verkehrsverbund setzt neue Maßstäbe. Äußere Reichenbacher Straße in Plauen voll gesperrt und 7. Zwickau-Triathlon lockt wieder Leistungs- und Hobbyathleten. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Guten Abend. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Wir beginnen diese Sendung mit einer Nachricht aus dem Vogtland. Das ÖPNV-Angebot im Vogtland wird ständig ausgebaut. Künftig werden Stadtbusse das Netz ergänzen, um mit vielen Haltestellen und kurzen Wegen Erledigungen zu ermöglichen. Am Dienstagvormittag informierten die Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland die Presse über das Angebot. Wie bei den Plusbussen werden auch hier mit vogtländischen Landmarken gestaltete Kleinbusse zum Einsatz kommen. Während bei der Motivgestaltung des Plusbusses die Farbe Grün im Vordergrund steht, ist es beim Stadtbus die Farbe Rot. So sind beide Busse schon aus der Entfernung gut zu unterscheiden. An der Haltestelle Gartenhaus in Auerbach erwartete uns ein Midi-Bus der Marke Citaro. Er wird auf der Stadtbuslinie 11 seinen Dienst verrichten. Es ist ein gebrauchtes Fahrzeug und war in der Vergangenheit in Frankreich unterwegs. Der Bus bietet 29 Sitzplätze und ist mit seinem kurzen Radstand so wendig, dass ihm die engen Straßen in der Innenstadt und im Ortsteil Hinterhain keine Probleme bereiten. Unser Pilot ist mit dem Fahrzeug zufrieden. Fährt sich gut, ja. Ist halt kein neuer Bus, aber er fährt gut. Der Bus setzt sich in Bewegung und hier zeigt sich kurze Zeit später schon eine Besonderheit. Hier geht es, wie auch in Reichenbach, mit etwas größeren Bussen direkt durch die Innenstadt. Die Linie 11 verkehrt dann zukünftig vom Neubaugebiet am Bendelstein durch die Innenstadt zum Hinterhain im Halbstundentakt Montag bis Freitag und am Wochenende im Stundentakt. Von der zentralen Haltestelle Gartenhaus aus fährt der Bus dann durch die Innenstadt über den Neumarkt, durch die Fußgängerzone und verkehrt weiter in Richtung Hinterhain, also an der Sporthalle vorbei, hält dann auch am Fröbelplatz, einer zentralen Haltestelle, wo auch viele neue Wohnungen entstanden sind, und verkehrt dann einmal im Kreis durch den kompletten Hinterhain und bedient dort auch noch das Einkaufszentrum an der Klingenthaler Straße. Und in der Gegenrichtung verkehrt er dann auch noch durch die Fußgängerzone Richtung Altmarkt und dann hinauf zum Wendelstein. Und dort wird auch noch eine zusätzliche neue Haltestelle eingerichtet im Friedensring, derzeit eine Schulbushaltestelle. Und weil die aber so schön zentral im Neubaugebiet liegt, werden wir die dann auch halbstündlich zukünftig anbinden. Auch der Stadtbus ist im System vernetzt. Wir bieten mit dem Stadtbus Anschlüsse an die Vogtlandbahn am unteren Bahnhof oder am Haltepunkt, also am Wendelstein oben am Haltepunkt an der oberen Bahn in Richtung Plauen. Und es gibt noch zwei weitere kleine Stadtbuslinien, die werden mit Kleinbus gefahren. Die ergänzen sich dann auf dem Hauptast zwischen Stadt, oberen Bahnhof, dem Kaufland und dem Gewerbegebiet im Westen von Auerbach zu einem Stundentakt. Und die stellen auch erstmals Anschlüsse am oberen Bahnhof zu den Zügen her. Auch wenn nicht alle Stadtbusse neu sind, auf Komfort müssen die Nutzer nicht verzichten. Ja, es sind auch gebrauchte Busse dabei. Die erhalten aber alle noch einen Monitor, wo die Haltestellenreihenfolge zu erkennen ist, also die nächsten Haltestellen dann angezeigt und auch zukünftig dann auf Ende des Jahres hin auch alle angesagt. Und der Bus insgesamt ist zwar ein Gebrauchtfahrzeug, aber wir haben ein Höchstalter im Verkehrsvertrag festgelegt und sobald er sozusagen das erreicht, muss er ersetzt werden durch ein neueres Fahrzeug. Mit diesem Paket und der neu aufgearbeiteten Vernetzung von Bus und Bahn erhofft sich der ÖPNV deutlich besseren Zuspruch seitens der Fahrgäste. Ab dem 13. Oktober soll das neue Netz an den Start gehen. Gedruckte Fahrpläne wird es Ende des Monats geben. Mehr Informationen finden Sie unter www.vogtlandauskunft.de. Stichwort Vogtlandnetz 2019 Plus oder am Servicetelefon 03744 19 44 9.
Seit Anfang der Woche ist die äußere Reichenbacher Straße zwischen der B173 Dresdner Straße und der Dr. Theodor Brucks Straße wegen Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Dennoch kam es besonders am Montag im Kiez zu einigem Stress. Das Wohngebiet ist von der Reichenbacher Straße aus fast abgeschnitten. Die Anton Kraus und die Dr. Karl Gelbke Straße ist gesperrt. Die Anton-Kraus-Straße ist über die Dr. Theodor-Brucks-Straße erreichbar und die Dr. Karl-Gelbke-Straße kann aus Richtung Friesenweg über die neue Zufahrt angefahren werden. Der Kreuzungsbereich Äußere Reichenbacher Straße, Alte Reichenbacher Straße und Friesenweg kann aus bautechnischen Gründen nicht wie angekündigt zwischenzeitlich geöffnet werden und bleibt bis zum voraussichtlichen Bauende am 20. Dezember gesperrt. Werbung. Jetzt ein Mercedes. Es gibt viele gute Gründe, einen Mercedes-Benz zu fahren. Ab sofort noch viele mehr. Entdecken Sie die Edition 19 Sondermodelle der A-Klasse, der neuen A-Klasse Limousine und der B-Klasse in der dynamischen Progressive Line. Am 21. September haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen der Mercedes Fashion Night eines unserer Sondermodelle Probe zu fahren. Kommen Sie vorbei auf den Hauptmarkt. Mercedes Luke. Ich bin die Conny Neuhauner aus Zwickau und ich gehe gerne hier ins Fitnessstudio, weil es hier sehr abwechslungsreich für mich ist mit allen Geräten, die ich hier nutzen kann. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Weil Kinder immer im Mittelpunkt sein wollen. Der mittlere Sitz des Citroën Berlingo ist genauso groß und komfortabel wie die anderen. Jetzt ab 149 Euro im Monat leasen. Citroën. Die Citroën Familienmodelle, jetzt im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach.
Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Die Fridays for Future-Bewegung demonstriert morgen auch in Zwickau. Von 13 Uhr bis 16.30 Uhr kann es nach Angaben der Polizei zu Behinderungen auf den Straßen um das Stadtzentrum und der Nordvorstadt kommen. Rund 500 Teilnehmer sind angemeldet. Morgen gehen zum dritten Mal weltweit junge Leute auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Zeitgleich tagt in Berlin das Klimakabinett der Großen Koalition. Einen Tag später beginnt der UN-Klimagipfel in New York. Nicht nur in Zwickau soll morgen demonstriert werden. Weltweit gehen die Menschen in über 2000 Städten in fast 130 Ländern auf die Straße. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Wenn es abends früher dunkel wird, kommt auch wieder verstärkt die Zeit der Himmelsbeobachtungen. Die Sternwarte Rodewisch läutet die neue Beobachtungssaison morgen mit dem traditionellen Abend der Sternwarte ein. Dabei wird erstmals auch das neue Großfernglas in Betrieb genommen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung beginnt morgen Abend 18 Uhr in der Sternwarte Rodewisch. Die musikalische Lesung mit Katja Riemann am Sonntag in Bad Elster fällt aus. Grund ist die Erkrankung ihres Pianisten. Bereits gekaufte Tickets für die Veranstaltung im König-Albert-Theater können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Sich fit zu halten, auch bis ins hohe Alter, ist die Devise der Zeit. Durch Wald und Flur gejoggt sind schon immer viele, auch per Rad durch die Gegend gespurtet. In Schwimmhallen oder gerade jetzt in den Freibädern sind die Bahnenschrubber zu beobachten. Aber alle drei Sportarten zu vereinen, komplett Spaß dabei zu haben und tolle Zeiten zu erreichen, Triathlon hat schon was. Zum siebten Mal gibt es in diesem Jahr den Zwickau-Triathlon. Am 22. September erlebt Zwickau die bereits siebente Auflage des mit Eröffnung der Glückaufschwimmhalle ins Leben gerufenen Zwickau-Triathlons. Bewährterweise beginnt der Dreikampf mit dem Schwimmen auf den 50-Meter-Bahnen der Schwimmhalle. In 9 Wellen mit maximal je 64 Startern pro Welle gehen die Athleten ins Nass. Es folgt der Radkurs mit dem Abstecher ins Westsachsenstadion und das Laufen entlang der Muldepromenade. Der Zwickau-Triathlon ist neben den angebotenen Distanzen olympischer, Jedermann- und Einsteiger-Triathlon sowie dem Kinder- und Junior-Triathlon auch diesmal wieder Ausrichter der Sachsenmeisterschaft im Sprint. Sehr beliebt sind auch die Staffelwettbewerbe für Firmen und Vereine der Region. Erstmals wird auch ein Familientriathlon über die halbe Einsteigerdistanz ab einem Mindestalter von 10 Jahren angeboten. Auch die Offiziellen der Stadt schätzen das Engagement der Organisatoren und Helfer dieser Sportveranstaltung. Ich glaube, beim siebten Mal muss man wirklich sagen, eine gute Tradition. Und es ist ein Top-Event für die Stadt, ein top-sportliches Event. Es hat sich fest etabliert und eigentlich so ein bisschen der Abschluss der Freiluftsaison, kann man wirklich so sagen, von allen Sportarten. Und dass es jetzt mehr so ein bisschen in den Volkssportcharakter geht und nicht so ganz oben leistungsmäßig angesiedelt ist, wie zum Beispiel Pöhl? Das würde ich gar nicht so sagen. Wir haben ja immerhin auch eine Sachsenmeisterschaft. Und das Besondere ist wirklich, dass es eben auch so breit gefächert ist für Familien, für Schüler, für jedermann, für Vereine. Und das macht doch das Besondere aus, auch sich mal mit Leistungssport zu messen. Mit Stefan Bauer vom einheimischen Schwimmverein 04 geht ein Qualifikant des legendären Ironman auf Hawaii an den Start. Er nutzt die Gelegenheit auf der olympischen Distanz als einen letzten Test für das am 12. Oktober auf Hawaii startende Rennen. Zwickau und Hawaii, da stimmen doch weder Temperaturen noch das Terrain überein. Welchen Sinn macht Zwickau? Ist schon nochmal, ist zwar eine kurze Distanz, aber es wird trotzdem eine harte Einheit. Ich versuche die halt so schnell wie möglich zu machen.
Kontrast zu meinen anderen längeren Trainingseinheiten, die eher ruhiger sind, tue ich hier nochmal richtig powern. Wie sehen die letzten Vorbereitungen im Detail aus? Jetzt keine Experimente mehr kurz vorm Wettkampf, was ganz Neues auszuprobieren, da ist einfach das Risiko einfach zu groß, dass es schief geht. Und an Trainingseinheiten, also wie gesagt, eher längere, ruhigere Einheiten und gepaart mit ein paar Krafteinheiten, ein paar Klimmzüge und Liegestütze, das gehört zum täglichen Programm mit dazu. Die prinzipielle Frage bei diesem Sport muss an dieser Stelle auch gestellt werden. Wie ist Stefan Bauer Triathlet geworden? Fasziniert hat es mich schon immer und durch einen kleinen Familientriathlon ging es halt los und ich habe mich dann halt reingesteigert und habe Gefallen daran gefunden, längere Distanzen da auszuprobieren und über Olympisch, Mitteldistanz habe ich bis zur Langdistanz gefunden, habe 2010 meine erste gemacht in Roth und kam ins Ziel und habe gesagt, das war nicht meine letzte und somit sind jetzt mittlerweile schon 6 Langdistanzen zusammengekommen. Meine Liebste ist halt bis jetzt immer in Klagenfurt am Wörthersee, wo ich mich dieses Jahr halt auch qualifiziert habe für den Ironman Hawaii. Der mit welchem Ziel angegangen wird? Das Dabeisein zählt dort am meisten. Bisschen Ehrgeiz hat man ja trotzdem. Also wenn ich dort im Hellen ins Ziel komme, dann ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen. Also mehr geht nicht, denke ich. Das ist das Happy End. Ein derartiges Vorhaben ist kaum allein zu schultern. Da gibt's viele Unterstützer. Ja, also die Familie, die hat mich sehr unterstützt nach der Qualifikation dann. Die haben alle quasi Freunde, Familie, wirken da als kleine Sponsoren quasi und haben mir auch geholfen, andere Sponsoren noch zu finden. Da ist halt zum Beispiel der Bike-Profi als Radladen, der mich unterstützt. Und als Großsponsor sage ich jetzt mal die Firma P&M Nutzfahrzeuge. Nochmal zurück in die Muldestadt. Unabhängig von der Platzierung wird diesmal unter allen Teilnehmern ein von den Bike-Profis Zwickau gesponsertes Mountainbike verlost. Neu ist auch, der Zieleinlauf wird komplett gefilmt und jeder Teilnehmer kann seine Sequenz kostenlos herunterladen. Weitere Infos unter zwickau-triathlon.de. Beim 7. Rennwochenende des Porsche Carrera Cups Deutschland am Hockenheimring konnte Toni Wolff an die Leistungen vom Nürburgring anknüpfen. Dem Schönbrunner gelangen 2 Top-10-Platzierungen. In Rennen 1 kam er am Ende auf Platz 7 mit wenig Abstand nach vorne ins Ziel. Im zweiten Rennen, sich aus zahlreichen Unfallsituationen geschickt raushaltend, kam er auf Platz 8 ein. Ende September wartet nun das Heimrennen auf dem Sachsenring. Am Freitag starten die Zwickauer Wasserballer in die Vorbereitung auf die neue Saison. Sie treten beim internationalen Jubiläumsturnier 10 Jahre King of the Kongi in Wien an. Ein eventueller Turniersieg steht dabei nicht im Vordergrund. Vorrang hat das sich finden und einspielen unter dem neuen Trainer Ludwig Will. Mit dabei auch der letzte Neuzugang Soltan Szabo aus Ungarn. Auch die U12 geht auf Reisen. Sie kämpfen in Berlin in der Vorrunde um die Qualifikation zur Ostdeutschen Meisterschaft. Nach dem dritten Heimspiel in Folge muss Oberlosa nun reisen. In Aschersleben laufen sie leicht favorisiert aufs Parkett. Ein Sieg würde den Anschluss an die Spitze sichern. Heimvorteil hat am Wochenende die Einheit. Sie trifft auf den derzeitigen Tabellenzweiten Concordia Delitzsch. Keine leichte Aufgabe. Vielleicht gelingt den Mannen um das Trainerteam Sajenev Richter ja auch eine Revanche. Schließlich entführte die Concordia vor 2 Wochen die Punkte beim SV 04 Oberlosa. Werbung. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop.
Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Schuh Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg. Mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Das Freitagswetter wird bestimmt von viel Sonnenschein. Der Himmel über Westsachsen ist nahezu wolkenlos und das Thermometer erreicht bis zu 16 Grad. Die Aussichten, auch der Samstag hält uns einen strahlend blauen Himmel bereit und die Sonne scheint bis zu 12 Stunden lang. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad. Am Sonntag wird es mit bis zu 23 Grad noch ein wenig wärmer und es bleibt sonnig. Die neue Woche beginnt mit wechselnder Bewölkung, einzelnen Regenschauern und Temperaturen von maximal 20 Grad. Das war tagaktuell vom Donnerstag, aber ich verweise, bevor ich mich verabschiede, auch nochmal auf unsere Social-Media-Aktivitäten. Schauen Sie mal bei Facebook rein, schauen Sie mal bei Instagram rein. Da ist TV Westsachsen überall vertreten und Sie haben natürlich die Möglichkeit, in unserer Mediathek auch nochmal die gesamte Sendung oder einzelne Beiträge nachzuschauen. Zu finden unter westsachsen.tv. Ihnen jetzt einen schönen Donnerstag. Machen Sie es gut. Reheo.